Einen wunderschönen guten Abend, meine Freunde. Und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Spiel. Es nennt sich Stray. Und wie ihr seht, es geht um eine Katze. Und möglicherweise ist es das schönste Spiel, das es gibt. Ich muss es hier einmal nochmal kurz anpassen. Ich hoffe, euch geht's gut. Leute, wir spielen heute Stray. Ich denke, mit einem... Ich weiß gar nicht, ob wir einen Controller nehmen sollten oder nicht. Aber... ich habe richtig Bock. Und natürlich, Freunde, für die Early Birds, ich hau auf jeden Fall nochmal einen raus. Danke an Vanessa für 20 verschenkte Mitgliedschaften. Die Early Birds kriegen natürlich auch nochmal von mir auf Ehrenmann-Basis, Digga. Man kennt ihn. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Wir gehen direkt rein und starten das Spiel. Es gibt 3 Speicherplätze. Okay, Digga. Wir gucken einfach mal, was passiert. Seid ihr bereit? Okay, da muss ich los. Was denn? Alter Leck. Hagi Wagi, danke für die Mitgliedschaft. Uff. Eine geschenkte Mitgliedschaft kostet kein Geld für dich. Außer du verschenkst. Da vorne ist eine Katze, guck mal da. Guck mal da, Mann. Mehrere Katzen da auch. Leute, wer hat eine Katze 1 im Chat? Ganz neues Spiel. 3 Katzen. 4 Katzen, guck mal da. Guck mal auch da. What? Oh, ist das süß. Digga, hörst du ja an. Die schnurren so schön. Uff. Das sind wir? Wow, hast du die Augen gesehen? Alter. Digga, ich bin einfach eine Katze. What? No way. Ey, Leute, das Game wird richtig chillig. Ich muss auch einmal ganz kurz die Audio hier so ein bisschen einstellen. Ich mache mal die Effekte noch ein Stückchen runter, damit das alles auch nicht ganz so laut ist. Ich muss das einmal noch mal ganz kurz abmischen. Tut mir leid, das habe ich nämlich eben nicht gemacht. Und natürlich muss ich auch noch mal hier gucken. Ah, okay, alles klar. Hab noch eine WhatsApp bekommen gerade, ihr habt es gehört. Okay, das hört sich gut an. Das Game ist wahrscheinlich laut genug für euch. Ich guck mal. Hallo? Ey, ist das süß! Nee, oder? Ey, guck mal. Wie cool ist das denn? Oh, Leute, ich weine gleich, Digga. Guck mal so, Digga, also sowas, ne, muss ich schon sagen, Mann. Sowas rührt mich immer zu Tränen, gleich schon dieses Game. Unglaublich, ich finde sowas richtig cool. Wahnsinn. Wie kann man so ein schönes Spiel machen? Guck mal. Oh, nee. Das wird heute echt ein cooles Game, glaube ich. Ich guck mal, was die andere Katze so macht. Oh, hast du das gesehen? Ich habe Männchen gemacht. Moma Ave, dankeschön für das Upgrade. V steht für VIP, mein Bester. Kuss geht raus. Ey, Moma, ist das dein Ernst? Ich... Oha, was geht denn da ab? Können wir hier einfach runterspringen? Yo. Okay, Leute, also wir haben kein Intro, gar nichts. Ich habe keinen Plan, was wir machen sollen. Ach, wir legen uns da einfach mit hin? Tatsächlich. 4 einsame Katzen, was ist das denn? Ey, wenn jetzt was mit den Katzen passiert, ne? Ich schwör dir, dann rufe ich die Entwickler direkt an. Ich fahr hin. Die kriegen von mir eine rein. Das könnt ihr jetzt nicht machen. Wie nennen wir die Katze? Leute, Namen für die Katze, wie heißt sie? Ich will einen Namen. Digga, das erinnert mich an meine alte Katze aus der Kindheit. Nervig. Sieht genauso aus wie meine alte Katze. So süß. Luna, Tom, Denocat, Mira. Casey, Missy, danke für 1 €. Guck mal diese grünen Augen an. Voll nice. Nala. Nala ist cool. Was ist mit Mauzi? Irgendwas mit I, Leute. Irgendwas mit I am Ende. Katzi, Mauzi. Schmatzi, Stinky. Missy, Kissy. Was für ein cooles... Alter Schwede, da steckt ja richtig Story hinter, Leute. Seid ihr ready? Oha, innerhalb der Mauer. Guck mal die Sprache an, was ist das denn? Als Katze kannst du ja die normale Menschensprache eigentlich nicht lesen. Wo sind wir? Verrückt. Boah. Sammy. Fluffy. Puschel ist auch süß. Kiki? Mimi?
Minka, Mausi. Wir brauchen einen Namen für die Katze. Irgendeinen Namen für die Katze wäre gut. Wow. Ey, ich bin jetzt schon geflasht. Digga, guck dir mal an, wie schön dieses Spiel aussieht. Siehst du das? Die Grafik, Alter. Junge. Da muss ich los. Oh, Leute, ich kaufe morgen gleich eine Katze. Ich sag ehrlich, Dankeschön. Für 5 Euro, mein Bester. Der beste YouTuber spielt das beste Spiel. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich denke, die kommt hier gleich eingeblendet, aber es kann sein, dass ich sie nicht sehe. Ich habe die Alerts ausgemacht, weil in letzter Zeit werden viele Mitgliedschaften verschenkt. Und Leute, ich hoffe, dass ihr ein Like für den Stream da lasst, weil ich probiere mit euch jetzt natürlich auch mal wieder andere Games aus, wie zum Beispiel das jetzt hier. Wir gucken mal, was wir machen können. Hallo! Wir brauchen noch einen Namen für die Katze. Das wird heute sehr schwer. Oh. Alter. Ist das dein Ernst? Egal wie krass. Oh. Leute, ich bin das Katzenrudel, oder was? Die laufen mir hinterher. Kommt, meine Katzen. Lass uns ein Wettrennen machen. Okay, okay. Das ist ja schon ziemlich cool. Da können wir leider nicht hochklettern. Ich muss jetzt erstmal schauen, was man hier so tun kann. Ey, cool. Was ist hier so in der Ecke? Oha, ich kann hier hochspringen. Okay, da ist Wasser, ne? Ich glaube, da ertrinke ich drin. Ich bin vorsichtig, Leute. Katzen mögen kein Wasser. Medusa, dankeschön. Hast du mir eine Katze gesendet als Emote? Jo, ist das niedlich. Ey, Dennoch, Grüße aus dem Urlaub. Bin an der Ostsee. Shadow, mein Bester. Kuss geht raus. Luca Erik. Kiki meinst du? Minky? Janis Gons hat dir gesagt, Minky. Könnte schwierig werden. Können wir hier hochspringen? Oha! Können Katzen wirklich so hochspringen? Oh, guck mal da, wie die spielen. Okay, wir gucken mal. Ich kletter mal hier hoch. Boah! Katzen sind so eine Athleten, ey. Die kommen einfach überall rauf, Digga. Die Grafik. Leck mich fett. Alles euer Verdienst. Ich habe mir den PC von eurem Streaming-Geld letztes Jahr gekauft. Hier, Leute, guckt's euch an. Digga, ich sag ehrlich, zieh dir mal die Grafik rein. Ach so. Ganz wild. So, was haben wir hier? Oha. Wir müssen vorsichtig sein, Leute. Ganz vorsichtig. Ich kletter mal hier hoch. Ich weiß halt nicht, was wir hier machen sollen, aber was können wir hier machen? Trinken? Guck mal. Die Katze trinkt. Cool. Das finde ich irgendwie nice. Das Spiel beruhigt mich gerade ungemein. Oh, oh, oh. Wir klettern mal mit unseren Katzenfreunden hier rüber. Wir gucken einfach mal. Ich krieg morgen eine Babykatze. Sie heißt Findus. Schoki, Terminator, Mauzi. Leute, wer ist für Mauzi? Wer ist für Mauzi? Oder wäre es für Mausi? Ne, Mausi ist doof. Katzi. Die süße Katzi. Mauzi ist so Standard halt. Wir brauchen wirklich was Cooles. Wir brauchen wirklich was Cooles, Leute. Ich warte nur, bis ihr einen geilen Namen habt. Mauzi finde ich okay. Aber es ist vielleicht noch nicht der beste Name. Oha, was macht die Katze da? Ich will das auch machen. Guck mal. Dankeschön für 2 Euro. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Leute, wenn wir heute 1000 Zuschauer schaffen, erinnert mich dran. Wenn wir heute 1000 Zuschauer schaffen, falls das im Chat soweit sein sollte, sagt mir Bescheid. Dann gibt's nochmal ordentlich Mitgliedschaften auf meinen Nacken. Ihr kennt das gleiche Spiel, ne? Immer so. Immer so, Leute. Wir klettern mal runter und gehen weiter. Lilly? Lilly ist auch süß. Ronaldo, Digga. Nick, ist das dein Ernst? Die Katze heißt doch nicht Ronaldo. Guck mal. Das ist doch keine Ronaldo, Mann. Bist du denn doof? Danny? Leute, nee, ich nenne die nicht so wie ich. Flippy. Freddy, Lilly. Ah, Lilly sagen viele. Toki. Toki ist... Simba. Simba die Katze, Leute. Ist das ein Mädchen oder ist das ein Junge? Was meint ihr?
Die Katze, warte mal. Sieht schon ein bisschen aus wie beides, ne? Es ist ganz, ganz schwer. Mädel, könnt ihr das sehen? Das ist eine weibliche Katze? Komm mit, meine Katzen! Wir gehen jetzt spielen! Kann ich hier trinken? Was macht die da? Was macht die da? Hallo? Kann ich mal gucken? Hier ist nichts. Ihr müsst bei Tieren immer aufpassen, dass die keine Zecken bekommen. Ist das ein Online-Game? Nein, nein. Weiß ich noch nicht. Oh, guck mal. Ey, Katzen sind immer auf Abenteuer, ne? Katzen sind immer auf Abenteuer, Leute. Ich kann was anschauen. Cool. Alter Schwede. Krass. Das ist so heftig. Streifi, Tarzan, Maxi. Pupsi. Pupsi ist auch süß. Boah, das ist ganz schön gefährlich. Mach doch nicht sowas. Digga, die Katze ist doch geisteskrank, Leute. Wie sagt man immer, Katzen haben 7 Leben. Und da klettern die jetzt weiter. Ich bin gespannt. Oh, oh. Oh, oh. Das Rohr. Nein. Nein, spring da nicht rüber. Tu es nicht. Nein. Nein. Oh Gott. 7 Leben hat eine Katze. Was? Was? Oh mein Gott! Was ist passiert? Ich lebe noch. Alles cool. Mauzi, geht's gut? Wir nennen die Katze Mauzi. Leute, Hashtag Mauzi in die Chatbox, wenn ihr dabei seid. Guck mal, die hat Angst. Die Katzen sind da oben, oder? Wie weit bin ich weg? Nein, ich bin verletzt! Mein Bein! Oh nö, Mann, die Story wird richtig traurig. Was mache ich denn jetzt? Nein, die Katze ist immer... Das ist doch scheiße. Helft da mal einer! Ich rufe die Entwickler an jetzt. Ich rufe an. Ich sag den Diggi. Was ist das für ein Game? Okay. Was ist das denn? Hä? Habt ihr das gesehen? Da vorne die Viecher? Ist nur ein Spiel. Nein, Crazy Gaming. Spiele gehen immer unter die Haut. Hier. Wir zocken immer Games, die unter die Haut gehen. Die Katze lebt. Die hat jetzt ihr Bein geleckt und so weiter. Der sieht aber noch so... Oh, die Katze kann wieder laufen. Das ist gut. Da ist ein Leben auf jeden Fall schon mal weg, würde ich sagen, oder? Ich kann aber nicht... Doch, ich kann rennen, kann ich schon. Ich guck mal hier rein. Was ist denn hier? Ich darf da halt nicht reingehen. Okay. Wir machen jetzt den Speedgang. Wir gucken uns das einfach mal an, was hier passiert. Wir können da einfach durchgehen. Wir machen das mal. Psst. Was ist das denn hier? Ayos Mios. Das sieht aus wie eine Stadt. Die Totenstadt. Was ist das für ein Game? Horrorgame? Leute, habt ihr Licht ausgemacht? Jasmin, alles Gute zum Geburtstag. Darf ich Fanpost schicken? Leute, kurze Info. Ich krieg einen ganzen Karton. Mit Fanpost. Ganzer Karton! Weiß auch nicht, was ihr gemacht habt. Gerne. Gerne. Machen wir alles auf. In den Streams. Ich springe hoch auf den Mülleimer. Ich springe hoch auf das Roof da. Jo, der Sprung. Eine Kamera. Ist jetzt schlecht, oder? Was ist das für eine Kamera? Oh, oh.
sind das hier kleine Viecher? Leute, ich mache mich mal ein Stück größer. Einfach, weil ich habe das Gefühl, ein bisschen größer wäre nicht schlecht. Was ist das hier? Ein Roboter, ein Toter? Ah. Ey. Na, wir gucken uns das mal an. Hier, wieder eine Kamera. Da oben. Help? Hilfe? Da steht Hilfe, Leute. Hey, wir müssen helfen. Wir sind jetzt Mauzi auf Mission. Was können wir hier machen? Ich habe so dieses Gefühl, jetzt könnte man hier noch ein paar Dinge anders machen. Springen wir darauf. Okay, wir sollen jemandem helfen. Folge mir. Irgendwas redet mit uns. Okay. Maximilian, Digga. Ich hasse die Katze. Katze gehört mit zur Community. Kriegst jetzt mal vorübergehend. Pause, ne? Sendepause. Schreibst das hier nochmal rein, Bruder? Bann ich dich von meinem Kanal. Haben wir uns da verstanden? Du laberst die Katze jetzt nicht an. Nicht meine Katze. Ist das klar? Unsere Katze, mein Bester. Die gehört auch den anderen. Alle, die zuschauen. Ist jetzt eure Katze. Ihr habt jetzt eine Katze. Slidy, was geht, Brudi? So, was ist das hier? Da sollten wir lieber nicht rein. Oh, nee, ne? Da sollten wir lieber erstmal nicht rein. Ich glaube, oh, das ist gar nicht gut. Was machen wir denn da jetzt? Ich kann ja nicht in den Ventilator reingehen, Leute. Dann sterbe ich doch. Oder was? Da vorne ist was? Vielleicht können wir das mitnehmen. Ja, wir haben einen Eimer. Ich kann den Eimer tragen, so. Okay. Lass den mal hier fallen. Ich gehe da nicht einfach so durch. Perfekt. Sehr gut. Ich wär sonst safe gestorben. Wir können so einen Farbeimer mitnehmen. Hä? Wir haben einfach Sachen runterfallen lassen. Wer kennt es, Leute? Wer kennt es? Die üblichen Katzen. Die immer diesen machen. Du so, Katze... Bitte schmeiß jetzt nicht den Eimer runter. Weißt, wie ich mein? Eins in Chat, wer das kennt. Ey, safe. Was ist das hier? Hey, da unten scheint das Ende zu sein, so einigermaßen. Ich schau mal. Okay, das war in Ordnung. Ich dachte, wir müssten das alles runterschmeißen. Aber dem war nicht so. Wir sind jetzt hier an einem Fenster. Folge mir. Steht da, folge mir, Leute. Okay. Ich gehe mal da hoch und kletter mal darauf. Ich weiß nicht, was hier abgeht, ne? Okay. Schmeiß das runter. Katze, bitte mach's nicht. Easy. Mauzi hat Ehre, oder Leute? Labras, Digga, 100%. Die ganze Farbe ist jetzt hier drin im Zimmer. Ist ja zum Glück nicht mein Zimmer. Was ist denn das eigentlich hier für ein Raum? Nicht da Sachen runterwerfen? Nö, aber theoretisch, ja, theoretisch schon. Okay, wir können da wirklich überall hinspringen. Das finde ich irgendwie ziemlich cool. Naja, dann laufen wir mal weiter. Was ist das? Ich kann was trinken? Ah, warte kurz. André Platsch, du willst die Katze haben? Nein, Mann, ist unsere Katze, gehört jedem. Du darfst sie ausleihen, du darfst einmal mit nach Hause nehmen, okay? Aber du musst sie wiederbringen, versprochen. Was ist das? Oh, guck mal. Ja, was machst du denn jetzt? Spring raus! Ey, Katzen sind so schlau. Du musst einfach mal...
seid ihr? Instant verschwunden. Man kennt ihn, ist ja fast wie ein Poppy Playtime. Dinge verschwinden einfach. Wir gehen weiter. Da steht was. Wir sollen nach oben klettern, darüber. Hey! Was ist das? Was ist das denn? Hä? Was passiert da? Was war das gerade? Sehr Mystery, das Game. Sehr, sehr Mystery. Na gut, wir gehen mal hier rüber. Babykatzen sind so süß, Katzen generell süß. Aber sie können auch nicht so süß sein. Die Katzen gehört den die ganze Welt gehört den Katzen, ne? Ist so, Yasin. Bruder, safe. Oh. Mal gucken. Was passiert? Wer sind die denn? Da hätte ich auch Angst. Oh, guck. Kampfmodus. Oh Gott. Digga, ich muss laufen. Nein, Digga, die Viecher wollen mich umbringen. Mauzi, lauf. Mauzi, lauf. Oh Gott. Oh Gott. Mauzi, lauf. Mauzi, lauf. Bruder. Alter, leck. Junge, netter Versuch. Okay, okay. Digga, die halten sich einfach meinen Kopf fest. Okay, okay, okay. Ich muss schnell schalten. Ganz schnell schalten. Digga, Reflexe müssen kicken. Oh Gott. Scheiße, scheiße, scheiße. Das war richtig knapp. Komm schon, komm schon, komm schon. Und rüber. Alles safe. Oh, was war das denn gerade? Wollten die mich essen oder was? Ey, krass. Folge mir. Ich hab gemiaut. Irgendwas passiert, wenn ich miau. Was war das? Was sagt ihr zu Mautim? Die hat ein ganz schönes Abenteuer vor sich, oder? Ja, die Dinger wollen dich fressen. Oh nein, Silverstar, Mann. Warum denn? Ich hab doch gar nichts gemacht. Müssen wir denn jetzt mal am besten? Wahrscheinlich hier, denke ich. Okay. Das Rohr wahrscheinlich rüber. Und da lang. Hier hoch, okay. Ey, ich mag das gar nicht, wenn wir da so nah am Rand sind, ne? Was hier? Ist hier irgendwas? Könnt ihr theoretisch hochklettern? Denke ich. Oder vielleicht auch nicht. Wir machen mal hier weiter. Schlauste Katze der Welt. Schlauste Katze der Welt. Okay. Gehen einfach mal von hier oben. Spring mal in das Fenster da rein. Was ist das? Yo. Hey. Liebe Katzen sind so wie Brüder und Schwestern. Ja, ne? So ein bisschen schon. Die können halt mal zickig sein, aber sind auch lieb. Katzen schmusen auch mal ganz gerne. Ey, ihr könnt euch nicht vorstellen, ich habe leider eine Katzenallergie, Mann. Richtig blöd. Bei Katzen muss ich immer so ein bisschen gucken, ein bisschen aufpassen. Es geht schon, also ich kann auch mit Katzen wohnen, aber nur unter bestimmten Bedingungen. Oh. Guck mal, ich krieg Tipps. Komme ich da jetzt am besten hoch? Ich muss irgendwie da oben raufkommen. Lass mich mal überlegen. Ich hätte eine Idee. Ah! Aha! Okay.
schon mal das erste kleine Rätsel so mäßig. Boah, jo, ist die Katze hochgesprungen. Und drüber da. Okay, wir gehen mal da lang. Was ist das für eine Stadt? Guckt euch das mal an. Welche Ziele verfolgt man in dem Game, Digga? Das kann ich dir nicht sagen. Das ist einfach eine Katze. Wir sind einfach Mauzi. Es kann ein schönes Spiel sein. Das kann nicht so ein schönes Spiel sein. Wir wissen es nicht. Wir gucken es heute an. Wenn ihr es feiert, Leute, dann... Oh Gott! Nein! Oh! Alter! Gerade noch so gesaved, Leute. Das war richtig knapp. Okay, wir müssen aufpassen. Der Katze darf ja auch nichts passieren. Was ist das hier? Wir kriegen halt von diesen Schildern komischerweise so Tipps. Ich weiß so nicht, wer die macht. Können wir da rüberspringen? Sieht schlecht aus. Ich habe mir vielleicht gedacht, wenn wir nach da oben kommen, wäre es natürlich wild. Dann springen wir doch besser mal erstmal hier so rauf und dann hier hoch. Ey, diese Katze ist so schlau, ne? Leslie, Video am 28. kriegen wir hin. Wenn du da Geburtstag hast, mein Bester. Klaro. Also, ich mache jeden Tag mindestens 2 Videos. Es kommt auch in einer Viertelstunde wieder eins. Deswegen, also ich mache ja immer 2 Videos am Tag. Ihr kennt es ja nicht anders. So, wir müssen darüber und dann einmal darüber. Wie machen wir das am besten? Können wir von hier aus hier rüberspringen? Das geht so erstmal nicht. Spring mal auf den Balkon. Aha. Okay. Gehen wir mal darauf. Ich kann ja noch nicht sagen, wo wir hingehen. Wir werden es gleich herausfinden. Wir wollen jetzt zu unseren Katzenfreunden zurück. So, was ist das? Ah ja. Oh! Alter Schwede, das war richtig knapp. Kissy Missy, keiner will eine Umarmung von Kissy haben, weil die immer so gemein ist. Weißt, wie ich meine? Ja, okay, sie ist ja auch einmal nett. Das stimmt schon. Wo geht's jetzt lang? Ich muss kurz überlegen. Warte mal. Aha. Die Schilder leuchten dann nämlich, wenn man miaut. Wir haben einen Stecker gezogen, damit der Ventilator jetzt erstmal wieder Ruhe gibt. Ich weiß nicht, wir nehmen ihn einfach mal mit, weil es könnte ja sein, dass wir ihn vielleicht nochmal brauchen. Hätte ich jetzt mal so gesagt, einfach pauschal. Die Frage ist natürlich, wie kommen wir da jetzt hin? Muss mal kurz gucken. Mit dem Fahrrad wäre es natürlich auch nicht schlecht. Ich kann einfach hochspringen, safe. Ja. Ich nehme das Ding jetzt mal mit. Okay, wir sind in einer Wohnung anscheinend. Wir sind jetzt in der Wohnung. Hört ihr das? Da war was. Wer feiert die Musik? Ich fühle den Vibe. Okay. Was machen wir denn hier? Was? Was machen wir jetzt hier gerade? Das ist nicht dein Ernst, ne? Leute, wer weiß, was jetzt passiert? Oh, ich dachte schon. Ich dachte schon. Ich dachte, wir drücken jetzt. Ich dachte, wir drücken einen ab, ne? Das wäre so lustig gewesen. Ich dachte, wir drücken jetzt einen ab. Leute, lasst ein Like für dieses super schöne Spiel da. Brauche Hilfe. Hier ist ein Computer. Klettern hoch. Ja. Daten korrumpiert, brauche Hilfe. Körper für Download erforderlich. Körper erforderlich.
Ja. Durch Tür gehen, einschalten, Körper finden. Okay. Wie heißt das Game? Stray. Das ist gerade neu rausgekommen. Ich habe es gestern durch Zufall gesehen und gedacht, ey Leute, das zocken wir heute mal, weil wir halt momentan auch so viel Poppy Playtime machen. Aber auch mal eine gesunde Abwechslung. Was ist das hier? Schalter habe ich gedrückt. Okay, dann stecke ich das Ding doch mal hier rein. Ah, alright. Wir brauchen noch mehr von diesen Schaltern, oder was? Jetzt. Da oben ist noch einer. Habt ihr noch einen Schalter gesehen? Zufällig? Irgendwo muss noch einer sein. Wahrscheinlich sehr sneaky versteckt so. Da oben? Ah. Wo ist der letzte Schalter? Da oben. Wie kommen wir da hin? Auf den Stuhl. Yo! Oha! Das Teil ist ja richtig gejumpt. Okay. Wir stecken das Ding mal da einfach rein. Jetzt. Wieder eine geheime Tür. Aha. Was ist das denn? Da ist ein Körper anscheinend. Der hat eine Brille auf oder so. Okay, das verstehe ich noch nicht so ganz. Wir können jetzt hier rauf gehen. Das Ding runterschmeißen. Und da ist was runtergefallen. Hier. Was haben wir da jetzt? Sich dem das da einsetzen? Was haben wir da mitgenommen? Irgendwie so ein Gerät. Ich weiß noch nicht, wohin damit. Kann das sein, dass wir eventuell hier noch was erledigen müssten? Ja. Da wahrscheinlich rauf, ne? Safe. Hey, wir haben irgendwas getan. Ja, von meiner Mutter 10 Euro gekriegt. Yasin, wie cool. Marie Neu, Dankeschön für 1 Euro. Marie. Vielen, vielen Dank für die Dono, ne? Dankeschön. Muss einfach meinen Akku wechseln. Oh, was ist das denn? Guck mal. Ein kleiner Roboter. Okay. Scheint so, als könnte der hier durch die Gegend fliegen. Schon irgendwie niedlich. Der sieht genauso süß aus wie die Katze. Katzen wieder, ne? Verfolgt mich das Ding jetzt? Okay. Es hat funktioniert, ich bin frei. Vielen Dank. Ich konnte den Kameras einfach nicht glauben. Eine Katze in der Totenstadt? Ich kann mich nicht an meinen Namen erinnern. Es scheint, als ob mein Erinnerungsspeicher kaputt ist. Ich bin schon so lange im elektronischen Netzwerk gefangen. Ich weiß, dass ich für einen Wissenschaftler gearbeitet habe, der hier gelebt hat. Im Moment kannst du mich B12 nennen. Okay. Es ist gefährlich in der Totenstadt, aber du scheinst dich gut im Griff zu haben. Wir haben das gut gemacht. Wir wollen von hier verschwinden. Okay, ich folge dir. Lass uns abhauen, Mann. Dieser Schlüssel schließt die Tür auf, das weiß ich noch. Lass mich das für dich machen. Okay, cool. Das Teil... Die Batterie ist schon fast leer. Komm mal her. Den musst du dir noch umlegen. Was ist das denn? Alles klar. Hä? Voll schwer. Voll schwer. Junge, was soll das? Ey, das könnt ihr doch nicht machen. Dieser Rucksack wurde für kleine Vierbeiner wie dich entworfen.
Ist das unbequem für dich? Keine Sorge, du wirst dich daran gewöhnen. Ich habe den Schlüssel digitalisiert und im Rucksack verstaut. Okay. Wir haben einen Rucksack. Oha. Krass. Ganz einfach. Wenn dich ein Gegenstand mal neugierig macht, kannst du ihn mir zeigen. Oder auch anderen, falls wir welche treffen. Lass uns aus dieser Wohnung verschwinden. Alright, alright, Digga. Alright. Ich kratze doch mal am Teppich. Na gut, wir hauen mal ab aus der Wohnung. Wahrscheinlich kann der das dann dem Schlüssel machen. Ja. Voll cool. Wir haben eine Taschenlampe? Yo. Alright. Alright, Leute. Voll dunkel hier drin. Digga, ist aber schon, also, war schon ein bisschen hell jetzt, ne? Krass. Ein Code. Hier gibt es einen Code, Leute. Ich muss einen Code finden. Code. Was für ein Ding? Da vorne. Ich muss da hoch. Ich muss das Ding da mal zur Seite. 3748. Alright. Mach mal auf da. Ich vermisse den Abozug. Der kommt bald wieder. So, dann schauen wir doch mal. Schau dir diesen Ort hier an. Der Aufzug dahin ist, glaube ich, wichtig. Okay, ja. Wir springen mal da rein. Was passiert jetzt? Oh, was ist das denn da unten? Guck mal. Crazy. Leute, lasst ein Like für die Katze da. Und falls ihr dieses Spiel genauso interessant findet wie ich. Wäre cool, wenn wir heute 1000 schaffen. Würde ich mich sehr, sehr freuen. 1000 ist immer so mein Ziel für einen Livestream. 1000 Likes zu schaffen. Warte, ich erinnere mich. Die Außenwelt. Das ist die Außenwelt? Dieser Strand da? Irgendjemandem versprochen, dass er da hingeht. Die Postkarte, das Mauerbild wurde nach ihr gemalt. Lass sie uns mitnehmen. Okay, wir haben die Postkarte jetzt mitgenommen. Ja. Es ist ein Roboter, der nicht weiß, also der neue Erinnerung wiedergefunden. Okay, krass. Gibt 33 Erinnerungsstücke oder vielleicht sogar einen Ticken weniger, aber ja, sehr, sehr interessant. So, was geht hier ab? Alien, Kuss geht raus. Ich freue mich, dass ihr da seid. Code 3748, Mardi, du hast recht. Leute, fragt bitte nicht nach anderen Games. Fragt bitte nicht nach anderen Games. Was ist das? Verfolgt er mich jetzt? Alter! Ihr seid doch wahnsinnig! Oh, scheiße. Okay. Bin tot. Uff. Das sind... Okay, wir müssen natürlich auch mal schauen, was passiert, ne? Wir müssen ja auch einmal schauen, was passiert. Krass. Also das Game, glaube ich, baut sich so ganz langsam auf. Erstmal diese kleinen Viecher so. Hm, was ist das? Wenn die mich hören, dann ist Feierabend, ne? Hier. Oh, yo, der wollte mich anspringen. Der kleine Drecksack. So, hier oben sind wir safe. Die kommen hier nicht hin. Die sind zu blöd dafür. Da kommen wir definitiv nicht rauf. Aber hier lang. Was ist das da vorne? Da ist jemand, Leute. Seht ihr das? Was ist das denn für einer? Die Slums. Oh oh. Der läuft. Der hat einen Alarmknopf gedrückt. Okay. Warum hat er das gemacht? Da sind noch mehr Leute. Digga, hier wohnen welche. Warum drücken die denn alle Alarm? Halt ihr das?
Da hinten steht jemand. Alle haben Roboterköpfe, ne? Sehen aus wie Menschen, aber sind Roboter. Ist das denn? Shalom. Will der kämpfen oder was? Der sieht noch nett aus. Guck dir die Augen an von der Katze. Was ist das? Vorsichtig. Hä? Was ist denn das für eine Sprache? Sie scheinen ihre eigene Sprache zu haben. Du bist kein Zork. Was ist denn ein Zork? Wir sind mit deiner Art nicht vertraut. Du bist in unserem Dorf willkommen, solange du niemanden frisst. Wer will denn niemanden fressen? Ja, die kleinen Viecher ja, ne? Stell dir vor, da gibt's doch größere von denen. Wer hat jetzt irgendwas gesagt? Die Alarme wurden abgestellt. 99 Uhr 99? Seht ihr das? Hey? Alles ist entspannt. Erstmal. Das ist ein Wächter. Und was ist das hier? Guck dir mal die an. Die schlafen jetzt alle anscheinend. Du hast uns einen Schrecken eingejagt. Wir dachten, du wärst ein Zork. Mhm. Ich zeig dir mal die Postkarte. Oh, sehr hübsch. Na gut. Also mit denen können wir jetzt nicht so viel machen. Digga, die werden 374 Jahre alt. Was ist mit den Leuten hier los? Wer ist er hier? Du siehst verloren aus. Was brauchst du? Momo ist hier? Da oben wohnt jemand, der versucht hat, hier rauszukommen. Es gibt einen Aufzug, der nach oben führt. Wir sind ja ganz weit nach unten geflogen, Leute. Da müssen wir jetzt hoch. Wir können unseren Roboter jetzt sogar selber rufen. Leon, GG, Brawl Stars. Vielen Dank für die Dono, Brudi. Dankeschön. Kuss. Okay. Da hoch. Und hier hochklettern. Und dann noch irgendwas anderes machen. Ja, können wir. Wir klettern erstmal ein bisschen. Wir müssen da oben zu diesem orangenen Gebäude. Jetzt sind wir einfach auf dem Dach. Krass. Können mit einem Eimer wieder auf das andere Dach rüber surfen. Auch nicht schlecht. Guck mal, was sich hier so ergibt. Wir machen erstmal einfach. Was spielen die denn da? Was machen die da? Werfen die da Eimer rüber? Nice. Die Musik ist chillig, ne? Ja, das ganze Game ist momentan echt sehr, sehr entspannt. Was ist das denn für einer? Diese Lichtkreise sind schön anzusehen, aber er möchte eines Tages den echten Himmel sehen. Boah, guckt euch mal die Sterne an! Was ist das denn? Leute, das ist gar nicht möglich. Ey, ich kenne mich im Universum sehr, sehr gut aus. Also so, für meine Verhältnisse. Digga, wie krass. Was ist das denn da oben? Leute, das ist doch kein... Das ist locker, das sind keine Sterne, das ist locker ein UFO oder sowas. Irgendwie so ein außerirdisches Raumschiff. Was ist das denn für ein crazy shit? Krass. Hier soll jemand wohnen. Der will hier ausbrechen, der will hier raus. Das ist Momo. Der hat einen komischen Bildschirm. Was ist das für einer? Guck dir mal, der sieht traurig aus.
reden mal mit dem. Das wird niemals funktionieren. Was denn? Warum habe ich sie gehen lassen? Jetzt bin ich ganz allein. Er redet von einem Mädchen. Hey, du, was willst du? Ich zeige ihm einfach die Postkarte. Ist das ein Bild von der Außenwelt? Willst du dorthin gehen? Mach dir nicht die Mühe, es ist nur Zeitverschwendung. Es wird dir nur Einsamkeit und Verzweiflung bringen. Guck mal, wie sauer der ist. Guck mal seinen Bildschirm an. Da, siehst du das? Meine Freunde hatten diesen Traum auch, aber jetzt sind sie weg und ich bin ganz allein. Ich weiß nicht, wo sie gelandet sind. Ich habe versucht, sie zu kontaktieren, aber dieser scheiß Sendeempfänger funktioniert nicht. Okay. Wir haben Notizen für die Außenwelt gemacht. Wir müssen irgendwie rauskommen. Momo scheint sehr traurig zu sein. Er vermisst seine Freunde. Lass mich einen Blick ins Notizbuch werfen, was er uns gegeben hat. Okay, schauen wir da rein. Das Manifest der Außenwelt, glaube ich. Müssen uns von den Zorks fernhalten. Leute, die sagen die ganze Zeit was von Zorks. Sind das irgendwelche Monster auf diesem Planeten? Es ist unterschrieben mit Clementine, Zipaltasar, Doc und Momo. Es gibt also vier Namen. Momo ist der allerletzte. Wir haben noch andere Notizbücher. Okay. Ich schaue erstmal mich hier um. Vielleicht finden wir Notizbücher oder so. Wir müssen also wieder raus aus dieser ganzen Bumsstadt, ne? Mal sehen. Was ist das denn, eine Tüte? Hey, warte mal! Hallo! Hilfe, bitte, Hilfe! Hilfe, ich habe eine Tüte auf dem Kopf! Ich habe eine Tüte auf dem Kopf! Momo, bitte! Mach was! Ah, perfekt. Die Tüte ist runter. Ey, die Steuerung war auch einfach gerade vertauscht, ne? Ey, wenn ich nach links gegangen bin, bin ich nach rechts gegangen. So richtig komisch. Was ist das? Ja, ich mache richtig Kratzer in die Wand rein. Guck mal. Voll verrückt. Ey, ich hasse Katzen dafür, ne? Leute, die kratzen immer alles voll. Okay, wir schauen mal weiter. Gibt es hier noch Notizbücher oder irgendwas, was sich lohnt anzusehen? Oh, was ist das? Back Home 2. Oh, wieder zu Hause 2. Ich erinnere mich an dieses Videospiel. Es wurde kurz nach meiner Erschaffung herausgebracht, glaube ich. Wissenschaftler und ich haben viel Zeit damit verbracht, es zu spielen. Es hat Spaß gemacht. Es fehlt mir. Warum kann ich mich nicht an seinen Namen erinnern? Egal, wir haben eine Erinnerung wiedergefunden, Leute. Anscheinend. Wollen wir noch mit ihm irgendwas reden? Suchst du immer noch nach diesen nutzlosen Notizbüchern? Anscheinend hat er welche. Wir gucken mal einfach. Vielleicht sind hier welche, Leute. Wir müssen diese Notizbücher über die anderen Personen, also über Momos Freunde, finden. Da. Wir haben eine Seite gefunden. 1 von 8. Scheint. Guck mal weiter. Es gibt hier anscheinend Seiten. Tja. Bei hier im Kühlschrank ist nichts. Nee. Hier oben tatsächlich auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir hier auch alles finden. Denke nicht, wenn ich ehrlich bin. Übersetzen? Was ist das? Die Stadt hat eine zylindrische Form. Okay, also wir haben anscheinend eine Kuppel über unserer Stadt. Das könnte den Himmel oben erklären. Da steht das zumindest drauf. Wir haben eine Kuppel über uns. Und dahinter ist blauer Himmel. Das heißt, wir sind anscheinend irgendwie eine Stadt oder so. Aber wo? Weiß man nicht. Was ist das da oben? Erde. Die Erde ist der dritte Planet von der Sonne und hinsichtlich Masse und Durchmesser der fünftgrößte im Sonnensystem. Bis heute ist sie das einzige Himmelsobjekt, das bekanntlich Leben beherbergt. Laut radiometrischer Datierung ist die Erde 4,5 Milliarden alt. Sie hat einen einzigen natürlichen Satelliten, den Mond, der kurz danach entstanden ist. Alles bekannt? Okay, das sind noch ein paar Informationen über den Planeten von uns. Was ist das? Außenweltler. Okay. Gibt's hier noch irgendwelche Notizen? Ich habe ja noch eine Notiz gefunden. Wo ist mein Inventar? Notenblatt? Das ist Petit Vals. Das würde ich gerne mal auf Gitarre hören. Okay.
Okay. Dann machen wir uns mal wieder vom Acker, würde ich sagen, oder? Ich kratze die Tür noch an. Leute, einfach fürs Feeling, ich kratze die Tür an. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid, Leute. Dieses Symbol an der Wand stimmt mit dem auf dem Notizbuch überein. Da drüben. Okay. Das scheint eine Spur zu sein. Okay, Leute, wir müssen jetzt darüber. Dann würde ich doch sagen, nehmen wir den Eimer mal mit und sliden mal kurz hier rauf. So. Springen wir doch mal auf die andere Seite. Also wir müssen einfach herausfinden, was hier eigentlich passiert ist. Guckt euch den Himmel an. Das soll eine Kuppel sein. Macht aber auch Sinn irgendwo. Krass. Ist hier irgendwo Notizbücher? Müssen mal schauen, ob wir hier ein Notizbuch finden. Ich gehe mal davon aus, hier nicht. Hier was? Vielleicht hier. Oh, das sieht sogar sehr wahrscheinlich danach aus. Da oben. Notizbuch von Clementine. Kann ich... Ah, da. Alles läuft nach Plan. Wir haben es geschafft, die obere Ebene zu kontaktieren, bevor der Sendeempfänger abgestürzt ist. Sie sind an einem Ort namens Stadtmitte. Und scheinbar gibt es dort irgendeine unterdrückerische Macht. Diese Zorks-Leute. Ich habe vorhin mit Momo gesprochen. Seine Augen. Ich kenne diesen Blick. Er wird nicht mit uns kommen. Lass uns die anderen Notizbücher finden. Momo, Dankeschön für 2 Euro, mein Bester. Vielen, vielen Dank für deine Dono. Küsschen. Können wir den Roboter Boogie nennen? Leute, sollen wir den Roboter Boogie nennen? Boogie-Bot. Ist schon ein cooler Name. Da ist noch ein Notenblatt. Das nehmen wir auch einfach mal direkt mit. Gut, dass wir es noch gefunden haben. Ich gehe mal raus. Wir müssen also zur Stadtmitte vielleicht. Wo geht's jetzt hin? Wir haben hier eine Spur gefunden. Fraglich ist, wo es dann jetzt hingehen soll. Boah, das ist ganz schön tief hier. Ganz schön tief. Wir können von hier aus wahrscheinlich wieder da runter springen. Und dann da lang. Okay, wir müssen wirklich noch nach oben klettern. Aber... Also wir brauchen jetzt diese 4 Notizbücher. An denen führt also gar nichts vorbei. Das heißt, wir klettern an einer anderen Stelle wieder nach oben, schätze ich. Hier vielleicht. Schau mal, was uns dann erwartet. Das sieht ganz gut aus, würde ich fast sagen. Hey, was haben wir hier? Mal sehen. Ich war jetzt gerade da drüben drin. Ich war jetzt gerade hier drin. Mein Instinkt sagt mir, dass eventuell da drüben noch etwas sein könnte. Caligula, Digga, dankeschön für 5 Euro. Vielen, vielen Dank, Buddy. Mahlzeit, Junge. Was geht? Ich habe leider noch nichts gegessen. Also, was dahin hingehen könnte. Ich hoffe, dir geht's gut, Mann. Lange nicht mehr gehört, lange nicht mehr gesehen. Können wir von da aus irgendwo richtig brutal hinspringen? Nö. Aber wir können uns hier... Was ist das? Da ist eine Wohnung, Leute. Da können wir hin. Das ist gut. Und da können wir, glaube ich, auch rein, oder? Glaube ja. Hey, ich habe eine Idee. Wir gehen erstmal hier rüber. Und hoch. Wollte vorhin nicht schreiben, Denno, ist doch kein Problem. Wir können auf die Fernbedienung gehen. Breaking News. Aha. Ist da auch noch anderes Fernsehprogramm? Was ist das denn? Was ist das für ein Fernsehprogramm? Ob ich morgen live bin, Yvette, das kann ich dir tatsächlich sagen. Oder heißt es Yvette? Ich kann euch wirklich nichts zu dem Fernsehprogramm sagen. Das ist sehr, sehr komisch. Wir springen mal hier rein und gehen mal in die Wohnung. Ich schätze, wir finden hier auch noch was. Oh, das ist eine Bücherei. Krass. Leute, lesen ist voll ätzend.
Da ist ein Notenblatt. Das nehmen wir direkt mal mit. Oh! Okay, ich spiel nur Mist. Was ist das für ein Buch? Wenn du deine künstliche Intelligenz entwickelst, um so kreativ wie ein echter Mensch zu sein, Band 42. Alter Schwede. Na, dann werden wir mal gucken, dass wir hier oben reinspringen. Was ist das? Wir können hier schlafen. So niedlich. Ich wäre gern die Cat. Also Katzen haben ja wirklich immer, Leute, ich sag euch, wie es ist, aber Katzen haben die geilsten Abenteuer. Überleg mal, wo die vorhin war und wo sie jetzt ist. Das ist so Wahnsinn. Ich will einmal kurz was gucken, Freunde. Was sagt denn der Livestream so? Ja, Mann. Finde ich korrekt. Was sagt ihr zum Game? Gebt mal Bewertung ab, so von 1 bis 6, ne? 6 ist natürlich scheiße und 1. Also mach mal wirklich jetzt so. Was sagt ihr jetzt derzeit? Gebt ihr wirklich eine 1 oder sagt ihr so eine 2 oder vielleicht eine 3? So je nachdem. Schreibt gerne auch mal natürlich rein, was fehlt euch vielleicht noch im Spiel? Drei bis vier. Caro, was fehlt dir an dem Spiel? Also ich kann leider dem Game auch keine 1 geben. Derzeit. Komm mal drauf an, weil man rätselt natürlich viel, ne? Das ist klar. War das gerade ein Telefon? Nee. Ich finde nur die ganze Zeit rätseln. Ah, und gerade auch so... Hey Doc, ich habe die Schlüssel zu deinem Safe gefunden. Du musst echt vorsichtiger sein. Es reicht nicht, deinen Safe hinter einem Haufen Bücher zu verbergen. Jess, die Bibliothekarin. Okay, wir haben einen Safe hinter einer Menge Bücher. Aber wo? Müssen gucken, Leute. Irgendwo gibt es hier einen Safe hinter richtig vielen Büchern. Aber wo? Elea Töpfer, Dankeschön für 1 €. Warte mal. Was ist das denn hier oben? Dollarzeichen. Ich glaube nicht, dass hier ein Safe liegt. Hier irgendwo muss ein Safe sein, Leute. Das ist ein Kühlschrank mit Büchern. Warum ist da ein Kühlschrank mit Büchern? Können wir hier hochspringen? Nee. Von hier noch nicht unbedingt, aber vielleicht können wir von hier aus woanders raufspringen. Was ist das hier eigentlich? Das ist der Bibliothekar, oder was? Aha. Komm nirgendwo hin. Safe haben wir immer noch nicht entdeckt. Architeutis, Dankeschön. Jetzt grüße ich mal dich. Ja, das ist fair, oder? Vielleicht da oben? Denk mir halt so, man muss doch irgendwo auch hinlaufen können. Irgendwo muss der Safe sein. Ich denke mal, wir müssten irgendwo auch wahrscheinlich Bücher rausziehen. Ich kann mir halt nichts anderes vorstellen als von hier vielleicht. Frag mal unseren Roboter. Sind schon mal, es fehlen noch die letzte Mal. Wir müssen uns. Okay, Leute. Leider. Hier vielleicht. Kommt man ungewöhnlich hoch. Nee. Leute, helft mal mit. Wo finde ich hier einen Tresor? Hm.
dir irgendwas? Ich kann die Bücher umkippen? Wusste gar nicht, dass das geht. Seit wann geht das denn? Vielleicht ist es versteckt, aber wo? Kühlschrank vielleicht? Da sind halt viele Bücher, ne? Aber ich kann mit dem Kühlschrank leider nichts machen. Ich gehe mal davon aus, wir müssen... Also, er hat ja... In der Notiz steht halt, Leute. Guck mal. Es reicht nicht, dein Safe hinter einem Haufen Bücher zu verbergen. Hier ist der jetzt wahrscheinlich nicht, oder? Ich glaube... Also, ich kann mir halt nur vorstellen, dass wir auf irgendwelche Regale raufspringen müssen. Aber welche? Oh, was ist das? Ah, da können wir schlafen. Ich suche halt Punkte, wo wir auf Regale raufklettern können. Ich finde aber derzeit noch keinen. Hier ist auf jeden Fall noch nicht so optimal. Ich würde fast sagen... Da ist er! Da ist er doch! Wow! Okay. Da ist die goldene Katzenstatue. Dies hier scheint jemandem namens Doc zu gehören. Nach wochenlanger Forschungsarbeit habe ich ein Spektrometer mit einer starken UV-Lampe kombiniert. Damit sollten wir in der Lage sein, die Zorks auf unserem Weg zur Außenwelt abzuwehren. Der erste Versuch war explosiv. Ich muss ihn vielleicht unter realen Bedingungen testen. Okay, die haben hier Experimente gemacht. Kann ich die goldene Statue bitte mitnehmen? Geht nicht. Aber guck mal, das Interessante dabei, Leute. Warum ist die Statue Gold? Warum ausgerechnet eine Katzenstatue? Was bedeuten die Katzen hier, ne? Falls ihr Autogrammkarten wollt, ich lese es gerade von Hagiwagi, könnt ihr bekommen, wenn ihr auf Instagram reinfolgt und einfach eine Nachricht schreibt. Ein paar sind noch da. Ich bin momentan auch, also habe jetzt aktuell noch keine fertig gemacht. Das heißt, ein paar gibt es noch. Wenn ihr kein Instagram habt, dann fragt einfach eure Eltern. Dann könnt ihr eure Eltern fragen und dann können die das für euch machen. Sollen die sich direkt über euch melden, sozusagen. Und jetzt müssen wir da drüben nochmal rein. Müssen auf diese Symbole hier achten. Wieder von... Oh. Ich gehe davon aus, wir müssen da irgendwas reinschmeißen. Einen Eimer oder so. Oder sowas. Ja, wir lassen den Schaltkreis einfach mal droppen und connecten hier rein. So, und wir sind in der letzten Wohnung jetzt. Hier müssen wir noch eine Notiz rausziehen. Fraglich, wo die ist. Okay, hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Das Notizbuch muss ja dann irgendwo hier sein. Wahrscheinlich im Wäscheberg? Nö. Was ist das? Nice! Das ist der Ausgang, vermute ich. Okay, und wo ist das Notizbuch? Mal da hoch. Kletter mal. Was? Ah, wir können was trinken. Ich weiß doch nicht, was das bringen soll, wenn wir was trinken. Wir können das zwar machen, aber... Da ist ein Buch. Da. Perfekt. Das letzte Buch, Leute. Endlich das letzte Notizbuch. Das hier scheint jemandem namens Zipaltasar zu gehören. Alle Spuren organischen Lebens sind verschwunden, bis auf das, was wir die Zurks nennen. Sie scheinen fast alles zu fressen, was sich bewegt, und vermehren sich mit einer unvorstellbaren Geschwindigkeit, als ob es nicht schon schwer genug wäre, in dieser Stadt eingesperrt zu sein. Oh, in diesem Buch gibt es auch eine Notiz. Da steht, ich habe einen Konstruktionsfehler im Sendeempfänger gefunden, aber ich glaube, ich weiß jetzt, wie man ihn beheben kann. Hier ist die Gleichung. Damit sollten wir in der Lage sein, Momo zu helfen. Sehr gut. Wir gehen direkt zu Momo. Wir zeigen ihm, was wir gefunden haben, Leute. Damit können wir vielleicht mal sehen, was dieser Himmel hier bedeutet. Digga, dieser Himmel. Der ist so krass. Der ist so komisch. Raffi, danke für 2 Monate, mein Bester. Ich glaube, ich muss jetzt hier runter, oder? Ich glaube, ja. Und wo bin ich denn nochmal? Ah, von hier. Da bin ich irgendwie hier rauf. Irgendwo darunter.
Wo, warte mal, wo war nochmal Momo? Ach stimmt, der war da oben. Ah, verdammt, Leute. Ich hätte nochmal ein bisschen... Ah, verdammt. Ich hätte doch nicht nach unten gemusst, aber wir haben es rechtzeitig gemerkt. Immerhin. Lass dich mal durch. Blöder Roboter. So. Ich bin mal gespannt, was da jetzt auf uns wartet. Momo, Brudi, ich hab was gefunden. Hey, kleine Katze, suchst du immer noch nach diesen nutzlosen Notizbüchern? Wir zeigen ihm das Notizbuch von Zebaltasar. Ich muss ihm alle Notizbücher geben. Was ist das für eine Notiz? Der Sendeempfänger kann repariert werden. Das ist ja unglaublich. Genauso wie die Dono von Huggy Wuggy. Dankeschön, Brudi, für 1 Euro. Okay. Er repariert jetzt diesen Sendeempfänger, damit wir Kontakt nach oben haben können. Also, anscheinend. Ich bin mal gespannt, was der da jetzt bastelt und was das für uns bedeutet. Et voilà, es funktioniert. Komm mit mir. Okay, was machen wir jetzt? Er drückt jetzt einen Knopf. Da oben siehst du das Gebäude hoch über den anderen. Du meinst das da? Ja. Wenn du den Sendeempfänger ganz oben auf den Turm installierst, sollten wir mit der Stadt kommunizieren können. Meine Freunde könnten noch da draußen sein. Okay, ich habe einen Sendeempfänger. Diese Zorgs töten anscheinend auch die Roboter und wie man sieht, die ganze Stadt hier ist so mehr oder weniger infiziert. Ne? Ich bin gespannt. Wir müssen jetzt da oben auf den Turm rauf, den Beleuchteten, und da ganz oben diesen Empfänger installieren, damit der mit seinen Freunden reden kann. Magst du mich denn? Na klar, ich mag euch alle, ihr Doofies. Drypack, Alter, Mitglied seit 19 Monaten, Junge. Was zum... Was? Drypack, Alter, was? Übertreib halt. Oh Gott. Das hier wird unangenehm. Miauts genau. Oh Gott. Ja, easy. Kommt mal runter hier. Leute, ich kann die da abschütteln und wegschmeißen. Das ist natürlich sehr, 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 sehr krass. Wir gehen mal hier rauf. Er kommt. Er kommt doch. Ja, er kommt. Ah, verdammt. Ich kann das nicht die ganze Zeit machen. Okay. Ich dachte, damit können wir die auf jeden Fall so mäßig weglenken. Aber okay. Dann halt anders. Wie lange geht der Stream? Ich denke mal so bis 20 Uhr, schätze ich mal ungefähr, ne? Je nachdem, wie lange ihr Bock habt. Okay, wir gehen mal hier lang, klettern jetzt hoch und laufen direkt mal durch. Perfekt. Sind wir hier auf die Mauer? Ja. Sind auf der Mauer, Leute. Da sind noch mehr von denen. Oh nö, Mann. Die Viecher sind richtig nervig. Wenn man schnell genug ist, müsste es eigentlich gehen. So. Mal schauen, mal schauen. Es wäre gut, wenn wir darauf gehen und nach oben klettern. Foxy, Foxy, wenn du eine Mitgliedschaft kaufst, muss man im Nachhinein eigentlich nichts bezahlen. Ich glaube, das kann man ausstellen, aber wenn wir nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Alles entspannt. Seid ihr besteuert? Julian Bam-Fan. Oh Mann. Crazy. Menschen, die hier gelebt haben, haben damals durften halt nichts machen. Das war hier alles dunkel einfach anscheinend. Was ist denn das für ein Ort? Das check ich nicht.
Kann ich irgendwo durchklettern? Wahrscheinlich nicht. Hey? Das ist ja schon blöd, ne? Mal da oben raufklettern? Auch nicht. Ah, wir haben so Anschwung genommen. Okay, das muss man natürlich auch erstmal raus haben. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir mit dem Ding wahrscheinlich hier so rüberrollen müssen, damit wir da oben raufklettern können. Nehme ich mal sehr stark an. Und nur Roboter, ne? Ja, Sonja, du hast... Also, ich weiß auch nicht, was es soll. Guck mal, wie gefährlich. Und jetzt sieht das hier auch richtig komisch aus, ne? Uff, in die Kartons reingefallen. Was ist das? Türhecken? Nice. Ganz schön knapp. Aber wie mache ich das jetzt? Wenn ich jetzt hier lang gehe... Oh, die rasten ja richtig aus, die Viecher. Ich muss halt... Leute, das Problem ist, eigentlich muss ich die hier durchlassen... Kann ich die Tür auch von der anderen Seite hacken? Ich muss mal gucken, ob das geht. Ja, geht. Verdammt. Wir müssen da sehr, sehr krass playen. Ich habe auch schon eine Idee, wie wir das machen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass schnell so viele kommen. Wenn einer schon auf uns draufgesprungen ist, können wir nicht mehr wegspringen. Das müssen wir immer bedenken. Wir können dann nicht mehr weg. Ergo muss ich mir sehr sicher sein bei meiner Sache. Und ich habe schon eine gute Idee. Hallöchen. Ich habe nicht alle durchbekommen. Ich muss jetzt ein bisschen im Kreis turnen. Ha, netter Versuch. So, sie sind eingesperrt. Alles auf entspannt. Sind komplett eingesperrt. Aber gut hingekriegt. So, ich muss jetzt mit der Rolle hier erstmal arbeiten. Okay. Kostet eine geschenkte Mitgliedschaft? Nein. Leni, die geschenkten Mitgliedschaften, wie der Name schon sagt, sind geschenkt. Und danach ist die Mitgliedschaft auch einfach weg und alles ist Gucci. Du hast keine Kosten, gar nichts. Da schließt sich auch kein automatisches Abo für irgendwas ab. Nein. Also abonnieren auf dem Kanal kostet eh nichts. Na, da oben seht ihr meine Abonnenten auch. Das kostet gar nichts. Und eine Mitgliedschaft, wenn ihr die geschenkt bekommt, kostet auch nichts. Das ist alles kostenlos für euch. Ihr könnt halt mit den Mitgliedschaften so, ja, halt so Emotes und so benutzen, ne? Die ich dann halt selber gemacht habe. So Huggy-Wuggy-Emotes zum Beispiel und so. Es geht aber nur auf meinem Kanal. Auf keinem anderen. Soweit ich das weiß. So, rüber da. Wir machen jetzt einmal... Oh, was ist das denn? Wir klettern jetzt zu diesem riesen hohen Gebäude. Ich bin mal gespannt. Oh, Leute, was ist das denn hier drin? Alter! Die geschenkte Mitgliedschaft geht immer nach einem Monat weg. Aber ihr könnt ja eine neue bekommen, wenn ihr einfach in den Streams dabei seid. Was ist denn das? Junge, das sieht ganz schön wild hier drin aus. Oh nö, ne? Oh. Lock sie mal alle hier rüber. Und jetzt müssen wir uns beeilen. Ey, wo sind wir, Mann? Was ist das für ein ekliges Gebäude? So. Es geht hier oben ab. Sind da noch mehr von diesen Kackviechern? Die sind ja echt überall. Das ganze Gebäude ist komischerweise infiziert. Keiner weiß warum. Oh, nö, ne? Schrott. Thank you.
Scheiße! Hey. Leben die Viecher danach? Ja, sie leben danach. Das ist natürlich schlecht. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich die loswerde. Die sind jetzt erstmal hier oben. Boah, die springen hier oben tatsächlich rauf. Wie machen wir das denn jetzt mal am besten? Ich muss die irgendwie hier rüber locken. Ah. Kommen die jetzt automatisch hier rüber? Wenn die da reinspringen, jetzt sind die gefangen, glaube ich. Kann das sein? Ja, ich glaube, die kommen jetzt hier nicht mehr durch. Gutsche. Haben wir hingekriegt. So, dann klettern wir doch mal so da hoch. Perfekt. Beißen die dich? Ja, die beißen. Oh nö, nicht schon wieder. Okay, wir haben jetzt etwas Ruhe gerade. So, wir springen mal hier hoch. Wir sind auch schon fast oben, Leute. Da müssen wir diesen komischen Sender ranbringen. Schalter ist hier. Aktiviere ihn mal. Wir gucken mal, was passiert. Oh, das ist, glaube ich, jetzt ganz schön laut. Nein! Oh, nö. Oh, nö. Ich muss die Viecher irgendwie loswerden. Ich muss die irgendwie loswerden. Einige... Nein, da kommen noch mehr. Da kommen noch mehr, Mann. Alter, mach nicht diesen. Oh, schwierig. 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 Oh. Oh. Gott im Himmel, ey. Benutzt den Aufzug. Zieht euch, Mann. Alter Schwede, guckt ihr das an, ne? Das ist ein richtiger... Alter, wie das da drin aussieht. Guck mal. Krass, krass, krass. Jetzt sehen wir den Himmel auch mal richtig gut. Wir gucken uns den gleich mal an. Ich hoffe, wir können jetzt nach da oben... Ja, können wir. Wir schauen einmal in den Himmel, Leute. Ich hoffe, jetzt passiert noch nichts. Digga, guckt mal. Das ist so eine Kuppel. Seht ihr das? Holy moly. So eine Wand. Wo sind wir, Alter? Das geht da tatsächlich noch nach oben. So wie es aussieht. Was? Jetzt müssen wir irgendwie nach da oben, oder? Vermute ich. Oder müssen wir das Ding hier einstecken? Ja, müssen wir hier. Da muss es rein. Bin ich mal gespannt, was passiert. Lampen gehen alle an. Julian Kurol, wenn wir 1000 Zuschauer sind, Digga, dann hau ich auf jeden Fall nochmal Mitgliedschaften raus, safe. Schau die Aussicht von hier aus, es ist wunderschön. Ich würde mich aber freuen, wenn wir heute lieber 1000 Likes schaffen. Das wär mal ganz cool. Wird demnächst noch einen richtig fetten Special-Stream geben, Digga. Da hau ich mal bestimmt gut 100 Mitglieder raus. Vielleicht auch 200, gucken wir mal. Sie sehen aus wie Sterne, aber es sind nur Lichter, die das hermetische Dach über der Stadt markieren. Die Menschen bauten diese Hülle, um sich vor der Außenwelt zu schützen. Aber das hatte seinen Preis. Niemand kann mehr nach draußen gehen. Die Außenwelt war eine Katastrophe, völlig verödet, unbewohnbar und gefährlich. Also anscheinend ist der Planet Erde kaputt. Warum auch immer. Aber wenn du von dort kommst, muss das bedeuten, dass es dort wieder sicher ist.
Und mein Versprechen war nicht nur in die Außenwelt zu gehen, sondern auch die Stadt zu öffnen. Oh Leute, wie sieht es da draußen aus? Ich verstehe immer noch nicht, warum manche Erinnerungen nicht zurückgekommen sind. Andere schon. Ich bin mir sicher, dass das meine Aufgabe ist. Ich muss die Stadt öffnen. Komm, lass uns zurückgehen und Momo finden. Jetzt, wo wir den Sendeempfänger installiert haben, sollten wir in der Lage sein, Hilfe zu bekommen. Muss ich jetzt echt wieder zu Momo gehen, Mann? Gar kein Bock. Wow, voll geil. Ja, was ist das da oben? Enjoy the world. Easy. Moin, Meister Denno. Susanne Butke, was geht? Madara Ushija. Das ist doch gut. Bei mir passiert das auch öfter. Ich bin ja auch sehr community-orientiert. Ne? Sieht man ja auch an den Autogrammkarten und den ganzen Sachen, die ich dann für euch mache. Mache ich auch sehr gerne. Was ist das hier? Hey. Der Typ ist weg, Leute. Da ist ein Zettel. Kleiner Außenwettler, wenn du das liest, heißt das, dass du noch am Leben bist. Ausgezeichnet. Ich habe ein paar Gerätschaften in die Bar gebracht, um ihre Antenne dort zu nutzen. Komm her, ich warte schon auf dich. Ich habe das Fenster verriegelt, aber der Code, um es zu öffnen, ist ganz einfach. Er lautet... Na, Mann. Oh nein, Mann. Oh, okay, Gott sei Dank. Wir müssen jetzt in die Bar. Ich will unbedingt wissen, was Momo da rausgefunden hat, was der da gerade macht. Aber wo ist die Bar? Sagt mir noch nicht, wo die Bar ist. Könnte sein, dass das hier unten irgendwo der Fall ist. Wir müssen jetzt erstmal runterkommen. Hallo. Will ich hier rüberspringen? So. Können wir hier nicht irgendwie runter? Da ist die Bar, Leute. Hier ist die Bar. Oh, wir hatten echt Glück. Ich habe sie direkt auf Anhieb gefunden. Ne? Lass mich doch mal runter. Momo, Brudi, was geht? Hey, ein kleines Fellknäuel. Komm her, ich habe es geschafft, ein Signal zu bekommen. Aber wohin? Gehen mal rein da. Chillt er an seinem PC. Kann ich hier auf den Stuhl mal raufgehen, bitte? Warum? Ja, ich will da doch rauf. Was hat er gefunden? Ich bin gespannt. Mal sehen, ob ich das Ding zum Laufen kriege. Mach mal. Sieht krass aus. Ich hab's fast geschafft. Hallo? Hört mich jemand? Hallo, ja, wir können dich hören. Wir sind aus den Slums. Wir suchen einen Weg nach draußen und... Warte, bist du das? Balthasar? Sein Kollege. Momo? Psch. Ich fasse es nicht. Bin so froh, deine Stimme zu hören, Balthasar. Wo bist du? Geht's den anderen gut? Ja, psch. Wir sind in Sicherheit. Psch. Wir haben einen Weg nach oben gefunden. Hallo, hörst du mich noch? Du musst durch die Kanalisation gehen, um zu uns zu kommen. Sehr gefährlich. Zurks überall. Okay, wir müssen durch den Gully, Leute. Verdammt nochmal. Okay, wir müssen also durch die Kanalisation. Mhm. Alien, viel zu viele Komplimente heute. Menge los wieder. Ja, ein bisschen, ne? Bisschen. Ich hasse Kanalisation. Safe. Seamus sagt, geh da nicht rein. Ne? Geh nicht in die Kanalisation. Aber ich mach trotzdem. Denn wir sind Mauzi. Seamus. Sein Vater Doc war früher ein großer Wissenschaftler. Das war der Sohn von einem der Leute, die abgehauen sind. Krass. Gut, wir müssen jetzt ein geheimes Labor finden, weil wir die Zurks tatsächlich mit Waffen wegmachen können. Wie geil wäre das denn? Warte mal, ich muss einmal kurz das Bild checken. Jakob, Mitarbeiter des Monats. Hm. Vielleicht gibt es hier in der Bar noch irgendwie was zu gucken. Was ist das denn da oben? Warte mal.
sind RAM-Riegel drin? Wissen die das wirklich? Die essen RAM-Riegel, Leute. Alter, ist das crazy, Mann. Das ist ja richtig crazy, ich sag's euch ehrlich. Naja, wir müssen noch was erledigen. Wo ist denn der Typ? Ach, da. Let's go, wir gehen mal in die Butze rein. Guck mal, ich will eine Waffe haben gegen diese Viecher. Wie hieß die Katze nochmal? Mauzi. Das Essen ist ja komisch bei denen. Das sind halt alles Robos, ne? Alles Boogiebots, Leute. Guck mal. Wenn der grün wäre, wäre lustig. Ja, ey, hier gibt's Leute, die Notenblätter suchen. Davon haben wir 3 Stück. Der spielt dann so Musik. Was ist hier? Was macht die Tür auf? Du weißt, dass Vater hätte uns geholfen. Macht er die Tür auf? Ich glaube nicht. Das ist ein Fall für mich. Er hat eine Idee. Wir müssen jetzt irgendwie in seine Butze rein und da ein bisschen was klauen. Boah. Naja, ich übernehme das. Lass mich das machen. Okay, der Typ ist in der Bar und ich soll Siamus das Notizbuch zeigen. Oh. Was machst du hier drin? Ich hab's dir doch gesagt, durch die Kanalisation zu kommen ist reiner Selbstmord. Ich zeig ihm direkt das Buch. Ja, Digga. Was ist das? Warte, ist das von meinem Papa? Oh, wow, das wusste ich gar nicht. Es gibt ein geheimes Zimmer hier in der Wohnung, aber wo? Digga, lass mich sehen. Hier in der Wohnung geheimes Zimmer? Mhm. Junge, die Wohnung ist so klein. Hier irgendwo... Wir gehen mal nach da oben. Ah ja. Okay. Zeit wird's zeigen. Die Zeit wird's zeigen? Das ist eine Uhr. Eine Uhr. Das hat was mit den Uhren zu tun, Leute. Locker. Ich schnapp mal mit dem Typen. Hm. Hier gibt's ein geheimes Labor. Ein Geheimraum. Oh, das finde ich dann schon wieder ziemlich cool, muss ich sagen. Ich hoffe, wir finden den jetzt. Die Zeit wird es zeigen. Ich glaube, es hat was... Da ist ein Code. Da ist ein Code. Die Zeit wird es zeigen. 2 Uhr, 5 Uhr, 1 Uhr... 1 Uhr, 2511. Das ist er, Leute. Hier. Der ganz Schlaue wieder unterwegs. So ein Ding. Da ist unser Geheimraum. Let's go. Was ist das denn? Guck mal. Da sind diese Viecher drin. Versteht er? Aktuelle Roboterschlagzeilen. Zurks sind offiziell außer Kontrolle. Sie fressen jetzt Metall. Das war vorher wohl nicht so. Also, es gibt ja eine Waffe, aber wo ist die Waffe? Ich will eine Waffe haben. Lass mal sehen. Da steht was. Hat er noch was gefunden? Nee, wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir was Interessantes finden. Anscheinend, da ist eine Kiste. Da ist nichts drin gewesen, leider. Wir müssen mal weitere Kisten checken. Das Ding kann ich aber nicht runterwerfen, ne? Nee. Da oben ist noch eine Kiste. Die werfe ich mal runter. Da ist was drin. Der Putterpeilsender. Ich gebe ihm den mal. Ey, Brudi. Warte mal. Ich habe da was gefunden. Warte, das Ding kenne ich. Das ist ein Peilsender. Papa hat diesen Peilsender immer benutzt, um zu sehen, wo ich bin. Vielleicht können wir ihn umpolen, um herauszufinden, wohin er gegangen ist. Okay, wir müssen den Peilsender reparieren, damit wir seinen Papa finden und der gibt uns eine Waffe. Ist doch easy, oder? Ist doch easy. Das Video spinnt bei mir rum, es zeigt da 0 Zuschauer an und sowas. Komisch. Ja, ist doch egal, Clarissa. Ist doch egal, oder? Ich würde sagen, das ist Latz.
So, wir reden mal mit unserem Robo-Freund. Leute in den Slums können uns eventuell helfen, wenn wir denen den Peilsender zeigen. Ich frag ihn mal. Wir sollen es in der Bar versuchen. Vielleicht kann unser Kollege in der Bar uns helfen und sagen, wer das reparieren kann. Warte mal. Wo ist denn der Typ da? Hast du in der Bar gefragt? Ja, das ist doch die Bar hier. Kann der uns helfen oder was? Willst du etwas, Billy? Barkeeper hätte eventuell eine Idee. Musik ändern? Mit Jakob sprechen. Jakob, was mache ich mit dem Peilsender? Okay, es gibt einen Typen, der wohnt links von hier. Überall Schilder an seinem Laden. Es sind überall Schilder an seinem Laden. Vermutlich ist das... Nee, ist es nicht, oder? Nee, das ist die Bar. Das ist die Rückseite von der Bar, Leute. Überall Schilder an seinem Laden. Das ist doch nicht... Das ist das definitiv nicht. Da sind Schilder. Der hier? Digga, das ist ein Musiker. Er hat keine Songs. Ich gebe ihm die mal. Er spielt jetzt. Was? Hä? Geiles Lied, Brudi. Darauf erstmal eine Papiertüte. Mach die weg, bitte. Mach die weg. Mach die weg. Hilfe. Oh Gott. Kannst du aufhören, das jetzt zu spielen? Okay, dann lege ich mich jetzt hin und schlaf. Schon niedlich, ne? Ultra entspannt. Ultra unspannt und schlecht. Ja, was soll ich sagen? Also... Was ist das hier? Können wir hier hochklettern? So? Mit mehr Hall hört sich das irgendwie schon viel besser an gleich. Ich sag ehrlich. Was ist das denn da oben? Wir haben hier irgendwas gefunden. Erstaunlich, die Gefährten haben sich enorm weiterentwickelt. In den Anfängen ahmte ihre einfache KI die menschliche Kunst lediglich nach. Jetzt haben sie ihre ganz eigene. Die Roboter haben sich einfach selbstständig gemacht. Verrückt. Ich will noch einen Song hören, aber wir hören uns den nicht ganz an. Digga, die Mucke feiere ich gerade. Was machst du denn da? Ha? Okay, der Typ macht hier seine Pflanzenarbeit. Gut. Wir müssen einen Laden finden, wo... Oh, hier vielleicht? Nee. Ja? Stromkabel inspizieren, Notenblatt inspizieren. Ich würde das Notenblatt gerne haben. Der Kaufmann vom Markt. Kostet dich eine Dose Energy Drink. Mhm. Ah, wir können hier tatsächlich Sachen kaufen. Krass, sogar ein Stromkabel. Mit Energy-Dosen. Wo kriegen wir denn Energy-Dosen her, Leute? Crazy. Wir können uns hier einfach mit Energy-Dosen Sachen kaufen. Was ist denn das für ein Marktplatz, doch? Energy-Dosen sind aber ungesund. Ich hoffe, das wissen die. So. Jetzt müssen wir aber als nächstes mal diese komische Butze finden. Er meinte links und irgendwie Oma... Warte mal, was ist das? Omas Kleidung ist das dritte.
So, da geht's lang. Und irgendwie soll das ein Laden sein mit ganz viel Schilden. Ist das die Oma? Ja. Wenn du mir etwas Stromkabel bringst, könnte ich dir einen Poncho stricken. Aha, mit einem Stromkabel oder was? Krass. Und hier irgendwo soll ein Haus sein mit ganz vielen Schildern. Das ist definitiv nicht, würde ich sagen. Ich guck mal weiter. Vielleicht muss man hier durch diese enge Gasse gehen. Was ist das hier? Warum bewegt er sich so langsam? Okay, da haben wir nichts. Ja, derzeit würde ich sagen, schwierig. Matra ist OP, Bro. Was ist Matra? Da lang müssen wir wahrscheinlich auch, obwohl, wenn ich nochmal hier hochgehe. Definitiv nicht. Ich schließe mal das Schild. Elliot Programmierung. Wo ist dieser Elliot Programmierung? Der muss das sein. Ich muss den Schildern folgen. Das ist die Oma. Wo ist der Elliot? Muss hier irgendwo sein. Da. Bitte an der Tür klopfen. Jetzt? Ja, das ist er, Leute. Moin, ich bin's. Kann ich jetzt mit dem reden? Jetzt. Bist wegen Elliot hier, der ist gleich da drüben. Okay, ich nehme mal das Notenblatt hier mit. Wir gucken einfach mal, wo der Typ rumlungert. Ah, hier oben. Hey, Alter. Der Typ ist ja richtig am Programmieren. Leon, bist du das? Kann ich dir helfen? Ja, selbstverständlich. Oh nein, der Typ ist krank oder so. Er braucht eine Decke. Woher kriegen wir jetzt eine Decke, Mann? Der Typ braucht eine Decke. Das sind richtige Pflanzen. Menschen sind anscheinend schon lange ausgestorben. Wo kriegen wir jetzt eine Decke für den Typen her, Mann? Da ist eine Dose Energy, kann das sein? Nee. Ich frag mal unseren Roboterfreund. Ja, wir müssen von der Oma, wir müssen Stromkabel besorgen und brauchen eine Dose Energy. Und wo kriegen wir eine Dose Energy her? Och, nö. Das ist ein Kühlschrank. Irgendwo muss doch Energy sein. Ist auch nix. Scheiße, wir brauchen einen Poncho, Leute. Verdammt. Mach die Tür nicht auf, oder? Doch. Denno war gerade essen, bin wieder da. Energy würde ich jetzt auch wollen. Nee, gar nicht so. Gar nicht so. Okay. So, es gibt jemanden in den Slums, der Kabel verkauft. Ich weiß auch, wo der war. Dafür mussten wir, glaube ich, hier hinlaufen. Und dann in die Nähe von diesem großen Fahrstuhl. Und ich bin mal gespannt, was unser Roboter gleich sagt, wie wir an diese Energy Drinks kommen. Da vorne ist ja dieser Laden. Was müssen wir denn für ein Stromkabel machen? Hoffentlich nur ein.
Super Spiritus Reinigungsmittel. Oh, okay, wie das denn her? Im Waschsalon. Und wo ist der Waschsalon? Leute. Okay. Super Spirit. Da. In diesen Salon müssen wir rein. Das ist ja gleich um die Ecke hier. Das ist sehr, sehr chillig. Was für ein Zufall mal wieder. Wir kommen da wahrscheinlich, denke ich mal, von oben rein, oder? Ich jetzt mal sagen. Oder auch nicht. Der uns die Tür hier aufmachen? Nö. Da müssen wir irgendwie jetzt reinkommen. Klopfen wir einfach an der Tür. Wir kommen da nicht rein, weil die auf dem Dach anscheinend mit Farbe rumwerfen. Ey, was machen wir denn jetzt? Wir müssen da irgendwie reinkommen, Leute. Wir brauchen das. Wir müssen dem Roboter irgendwie eine Decke besorgen. Was ist das? Ich red mal mit denen einfach. Ey! Hör mal auf damit jetzt! Warte, er muss sich konzentrieren. Und... müssen abwarten. Der muss den Eimer loslassen. Uiuiuiui. Jetzt gibt's Stress, oder? Ja, jetzt gibt's Stress. Er regt sich jetzt gerade auf, dass er den Eimer fallen gelassen hat. Wir machen uns jetzt ganz schnell rein. In seine Butze. Und klauen ihm das. Komm, let's go. Kommen wir denn runter. Zack, zack. Und jawohl. Perfekt, wir sind drin. Ich muss jetzt ganz schnell den Super Spiritus. Da. Das haben wir mitgenommen. Wir gucken uns aber noch schnell hier so ein bisschen um. Solange wie der Typ das sauber macht. Irgendwas noch Interessantes finden für uns. Aber so wie es aussieht, gibt es hier nichts. Okay. Dann hauen wir ab. Machen uns auf den Weg zum Tauschen. Bringen das dann der Omi. Läuft das? Ja, let's go. Nimm mal. Stromkabel haben wir. Wir brauchen jetzt noch 4 Energy-Dosen, um den Rest zu bekommen. Ich weiß nicht, was man mit den Sachen machen kann. Aber wenn wir eine Energy-Dose finden, wissen wir ja, wohin damit. Jetzt müssen wir zu Omi. Ich muss jetzt erstmal eine Runde stricken. Was ist das denn hier? Grip Humans, also... ja, die Menschen sind halt gestorben. Gut in Frieden, Menschen. Die Menschen waren die ersten Bewohner, jetzt scheinen sie alle tot zu sein. Was glaubst du, wie es ist, tot zu sein? Ja, irgendwann ist das so, ne? Irgendwann stirbt jeder mal. Auch wir, Freunde. Oma, du machst uns aber trotzdem jetzt erstmal ein Poncho. Ach, schneller. Brauch den jetzt. Diggi, ich habe hier gerade jemanden gesehen, der Bullshit geschrieben hat. Hallo, letzte Warnung für dich, Digga. My Community ist meine Familie. Wenn du da irgendjemanden frontest, dann RIP. Digga, du kriegst 5 Minuten Zeit, kannst gleich sagen, sorry, Mann, war nicht so gemeint, dann ist alles cool, Brudi. Ansonsten... weißt du, was passiert? Hm.
So. Der Poncho. Perfekt. Er probiert ihn an. Und jetzt hat Elliot den Poncho wahrscheinlich an. Und alles ist entspannt. Sehr nice. Wir haben den Peilsender, der repariert ist. Und können jetzt damit zu Seamus zurückgehen. Zu diesem Sohnemann von dem Doc. Kannst du mal die... Mach mal die Tür jetzt auf. Mach die nicht immer zu, Dulli. Immer zu jetzt. Lass die doch mal offen, du Trottel. Lass mir bitte Timeout geben, Mod. Da möchte jemand ein Timeout for free. Let's go. Freie Hand. Ich glaube, der Seamus hat hier irgendwo... Ahnt der noch gleich. Ah, warte mal. Wir sind hier rausgegangen und dann ist der mit mir hier so lang gegangen und dann... Glaube ich... Warte mal, wie war denn das? Wir sind aus der Bar raus. Stimmt, er ist hier lang. Dann ist er nach links gelaufen. Und dann wieder nach links. Und da vorne wohnt er. Ja, so war das. So, dann gebe ich ihm mal den reparierten Peilsender. Was macht er jetzt damit? Ihn. Hast du Geschwister, Denno? Drei Stück tatsächlich. Eine Schwester, zwei Brüder. Meine Schwester, Digga, sieht viel zu gut aus. Ich muss richtig aufpassen, wenn Männer kommen. Ich muss so machen. Oder verpiss dich. Das ist meine Schwester. Hau ab! Samira Adam! Dankeschön für deine Dono. Vielen, vielen Dank. Küsschen. Danke für 5 Euro. Ja, mein Ping. Ist Papa wirklich am Leben? Ich kann es nicht glauben. Okay, es gibt ein Signal. Wir wissen nicht wohin, aber anscheinend lebt sein Papa. Er geht jetzt. Wir laufen ihm einfach mal hinterher. Wie jung bist du? Ich bin 27, Nightmare. Jadikat, herzlich willkommen. Wie kommt man in dieses Game? Ich werde immer rausgeschmissen. Du musst dafür Steam haben und das Spiel ist 28 Euro teuer, glaube ich. Denn wie lange geht der Stream? Ich denke, so bis 20 Uhr machen wir circa. Läuft denn der Typ hin? Schaffen wir 1000 Likes, Leute? Heute im Stream noch. Für die süße Katze. Ich würde mich mega freuen. Macht mal. So, lauf mal, Jung. Sorry. Musste nebenher mal kurz was am Handy checken. Oha, was ist das denn? Das sieht aus wie so ein Bunker. Das muss er sein. Er hat die Slums wirklich verlassen. Es ist gefährlich da draußen, aber ich muss mir sicher sein. Ich muss es wissen. Auf geht's. Wir gehen raus. Er öffnet die Tür. Aha, aha. Ah ja. Da sieht man diese ganzen Viecher jetzt halt, ne? Gebt mir einen kleinen Moment. Ich muss ja mal schreiben. Ja, einmal kurz was erledigen, Leute. Sorry. Manchmal ruft die Arbeit, so wie jetzt. Und da muss ich einmal ganz kurz antworten. So, mach hinne jetzt! Ich brauche keine Katze, ich brauche nur eine Schlange. Boah, eine Schlange? Dein Ernst? Hallo, Denno. Ich bin neu, Wolfsmann. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, Brudi. Ich freue mich, dass du da bist. Schlangen sind geil, findest du?
Hab eine Frage, wenn du ihr Geschwister hast, wer ist der Älteste? Ich habe einen älteren Bruder, der ist jetzt, so, oh, lass mich lügen, 32. Meine Schwester ist 21 und mein kleiner Bruder, also kleiner Bruder, der ist 22. Also, die sind schon alt. Wir sind schon alle erwachsen. Was auch ziemlich cool ist, aber es war auch damals, ne, natürlich, ich habe viel, also mich viel um meine Geschwister gekümmert und so weiter. Das waren schon ganz wilde Zeiten, Leute. Alright. So. Wir sind jetzt raus aus den Slums. Und wir können anscheinend hier noch einen Computer... Nee, können wir nicht aktivieren. Wir gehen dem Simus oder diesem... Ja, Simus hinterher. Sieh dir all diese Zurkeier an. Sie werden uns auffressen. Ich schaff das nicht. Ich bin nicht so schnell wie du. Die Zurks werden mich ganz sicher erwischen. Nimm dieses Abzeichen. Mein Papa wird es erkennen. Er wird wissen, dass du ein Freund bist. Ich werde dir die Tür öffnen. Okay? Oh, nervig. Ich mach das schon. Ich zieh durch. Ob wir den Papa erreichen, Leute? Oh nee, ist das jetzt die Kanalisation hier? Gar kein Bock. Sieh mal, wie gewaltig diese Mauer ist. Wir sind jetzt am Rand der Mauer. Ich erinnere mich, dass sie ein Symbol für die Trennung zwischen den Slums und dem Stadtzentrum war. Das und die Tatsache, dass sie ihren Müll immer wieder hier runtergeschmissen haben. Okay, die haben echt den Müll von der Mauer da oben hier einfach runtergeworfen. Und man sieht's, Leute, guckt euch das mal an. Krass. Jetzt wissen wir, guck mal, diese Lichter hier oben, die da, das ist so eine Mauer. Da oben ist aber auch nochmal eine Mauer. Ist da oben auch nochmal eine Mauer? Und ist da auch nochmal eine Mauer? Und ist da auch nochmal eine Mauer? Und ist da auch nochmal eine Mauer? Das wäre krass. Dieser andere Mindfuck. Uff. Wild. Das Mauerparadies. Ey, was macht man mit so vielen Mauern? Oh Gott. Wir haben jetzt auf jeden Fall ein bisschen was zu tun. Ich muss mal gucken, wie wir es machen. Moin, ich bin's, Tim. Schwierig, 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 Digga, schwierig. Ja, ganz schwierig, Digga, ganz schwierig. Okay, ganz schön viele, Alter. Okay, wir ziehen durch. Ah, das habe ich nochmal gerade so unter Kontrolle gehabt. Und hoch. Wir sind erstmal safe jetzt. Denke ich. Wir hier irgendwie... ja. Was ist das denn? Oha! Scheiße, Mann! Oder da muss ich aber ganz dringend los! Wow! Digga, wie das Ding geflogen ist! Diese Katze macht wirklich solche kranken Abenteuer. Wer ist Nightbot? Das ist mein persönlicher Assistent. Ein Roboter sozusagen. Ich kann ihn auch Boogiebot nennen. Das geht bestimmt. Doc sollte in der Nähe sein. Weit ist es nicht mehr. Ich habe mir schon wieder mein Bein verstaucht. Mann, so ein Scheiß, ne? Okay. Ich leck mir mein Bein. Jetzt geht's wieder. Ah ja, jetzt geht's wieder, Leute. Einfach das Bein geleckt. Wenn ihr euch mal euer Bein verstaucht, leckt es einfach an. Dann läuft's. Können wir da hochklettern? Nö. Aber von dem Rohr auf dieses Ding, was hier so rein zufällig liegt und dann darauf. Wenn ich 15 bin, werde ich auch spenden. Madara brauchst du nicht. Alles gut. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Und ich freue mich immer am meisten, wenn ihr meine Streams, Videos und so weiter bis zum Ende schaut, immer da seid. Das ist für mich wirklich das Schönste. Die Donos sind auch schön, Leute. Ich freue mich sehr, sehr über Spenden, weil am Ende des Tages gebe ich das in Form von Mitgliedschaften wieder zurück.
Aber in erster Linie habe ich mehr davon, wenn ihr einfach immer am Start seid. Das ist Fakt. Ich freue mich einfach, wenn ihr da seid. Ich trage immer hier so durch. Okay. By the way, ich bin auch weitergekommen in Minecraft, ne? Ich habe jetzt in Minecraft die Map vollständig rekonstruiert. Wer war beim letzten Minecraft-Stream dabei? Ich habe die Map vollständig rekonstruiert und ich habe tatsächlich den Huggy-Wuggy integriert. Ich kann Huggy-Wuggy jetzt selber spielen, Menschen fressen und so in Minecraft und ich kann Huggy-Wuggy beschwören. Wir sind schon weit gekommen. Ich war dabei. Aha, ich aber nicht ganz. Okay, Mika. Ist ja nicht schlimm. Oh Gott, wer bist du denn? Ist das dein Papa? Oh, warte, du bist kein Zork. Wer bist du dann? Das ist mein Abzeichen, was du da trägst. Wie hast du es gefunden? Hat mein Sohn dich geschickt? Oh, Seamus, du schlauer Junge. Bin schon seit Ewigkeiten allein hier. Ich bin hierher gekommen, um meinen Defluxor zu testen. Aber es ist nicht so gelaufen wie geplant. Ich wünschte, ich könnte wieder nach Hause gehen. Ich vermisse meinen Sohn so sehr. Du kannst dich gerne im Haus umsehen, wenn du willst, aber ich habe keine Ahnung, wie wir hier rauskommen sollen. Weißt nicht, wie wir hier rauskommen sollen? Was ist das denn für einer? Mal. Was ist das für ein Game? Ich spiele eine Katze. Also komisch ist, dass der Roboter so weiß, was Liebe ist, ne? Oh, das ist anscheinend das Gerät, womit man diese Viecher kalt macht. Hallo, kannst du mal hier oben aufspringen? Bitte? Danke. Hey, sei vorsichtig mit dem Deflux, aber voller Ladung kann er Zorks wie Konfetti in die Luft jagen. Dieses Prachtstück braucht 1,2 Gigawatt, um zu funktionieren. Okay, ich soll den Generator reparieren. Und dann kann er das Ding hier bedienen. Boah, ich will eigentlich schon sehen, was passiert, wenn er das Teil benutzt, ne? Okay, ich muss dem Kabel folgen. 100%. Mach mal das Fenster auf. Schaffen wir 1000 Likes! Würde ich mich sehr, sehr freuen, Freunde. Schaffen wir 1000! Die Sicherung haben wir bekommen und jetzt müssen wir... Oh nö. Wir müssen den Generator reparieren. Boah, das wird so krass, Leute. Okay. Wo ist denn der Generator? Ist der hier? 70 fehlen nur noch. Na, das schaffen wir ja locker, Leute, oder? Das schaffen wir ja locker. Was passiert jetzt? Oh oh. Krass. Okay, ich muss eigentlich nur die Leute in den Lichtstrahl lenken. Alter, wild. Das Teil eliminiert halt einfach diese Viecher weg. Ehrenmann. Ehrenmann. Das ist natürlich chillig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Mach die weg, mach die weg! Oh Scheiße, Mann. Übel viele. Hier hinten kann er nichts machen. Aber ist nicht so schlimm. Ich bin durch. Ich werde jetzt in sein Fenster wieder reinklettern. Ey, cool. Das Gerät ist natürlich nicht schlecht. Wenn er uns das irgendwie umschnallen könnte, wäre es natürlich nice. Ja, er will den tatsächlich an meiner Drohne befestigen, Leute. Cool. Cool. Das finde ich nice. Wenn wir ihn zu oft benutzen, geht er kaputt. Also wir müssen da tatsächlich ein bisschen aufpassen.
Wie kann ich das Ding benutzen? Wird mir noch nicht gesagt. Leute, 50 Leute müssen noch einen Daumen nach oben geben, damit wir heute 1000 schaffen. Schafft diese süße Katze 1000 Likes. Hier die Katze, Leute. Oh, geil. Okay, wir müssen das Ding jetzt tatsächlich benutzen, um mit dem Typen wieder zurück zum Dorf. Krass. Alien, mach dir keine Sorgen. Beim Bann meiner Stamm-Community habe ich immer noch das letzte Wort. Aber die Mods haben völlig recht. Denn Spam ist nicht so nice. Kennt ihr das Spiel aus einer 20-Euro-Zeitung? Das Spiel ist 2 Tage alt oder 3. Ich bin neidisch, dass du dieses Gerät bekommen hast, aber du hast es dir verdient. Dankeschön. Cool. So, es muss einen Weg geben, diese Tür zu öffnen. Ich vermute mal, also irgendwie... Ah, wir müssen da oben wahrscheinlich irgendwie... Oh, Digga, das ist ja ultra nervig. Okay. Wir wollen das Teil jetzt erstmal weg. Und rollen das Teil jetzt erstmal darüber. Dann müssen wir da oben durch, so wie es aussieht. Okay. Statt der Typ mich da nicht einfach hochwirft, weißt du? Ich muss hier alles selber machen. Mann, ey. Okay, wo sind wir? Ja, komm, let's go. Lass die Viecher kommen. Hallo? Lass die Viecher kommen. Oh Gott. Ich wurde aufgegessen. Guck mal. Die setzen sich einfach auf mich rauf. Was denn? Na gut. Okay. Müssen wir es wohl anders nochmal regeln. Alright. Das wäre geklärt. Oh Gott! Komm wir schnell rein, Alter. Mach die Tür zu. Kacke! Puh, das war sehr, sehr knapp. Okay. Ey, Leute, krass. Das Game wird noch gut intens. Puh, das war knapp. Lass uns zurück nach Hause gehen. Freunde, ich würde sagen, das machen wir auch, aber das war es heute auf jeden Fall mit einem schönen Spiel. Ich fand das ganz nice, sowas mal zu zocken. Wir machen für heute Feierabend und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like für diesen Livestream da, wenn er euch gefallen hat. Ich würde mich freuen, wenn wir heute die 1000 voll machen. Dankeschön, dass ihr da wart und wir gucken, dass wir beim nächsten Livestream natürlich mal wieder Poppy Playtime Sachen machen. Ich weiß nicht, ob wir das Game auch nochmal spielen werden. Ihr habt heute einen Einblick bekommen. Ich überleg's mir, guck mir an, ob das Spiel also halt gefeiert wird. Und ja, ich danke ganz herzlich, dass ihr heute da wart und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Dickes Küsschen geht raus. Denno.